So, hallo, wir machen weiter bei Sonic Adventure DX. Wir sind im Abschnitt von Amy und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie lange das noch ist. Jedenfalls wurden wir das letzte Mal gefangen genommen und befreit von dem Roboter hier. Es ist gefährlich. Ach so, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, und der deutsche Text. Ich glaube, man hat gemerkt, dass er nicht wirklich sinnig ist. Aber hey. So, hier gibt es auch ein Ei. Das können wir befreien. Das ist natürlich für den Schaugarten. Und wir wissen ja auch schon, wo der Schaugarten ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir direkt... Aber wir müssen eigentlich direkt dahin kommen. Ups. Ja, wir kommen hier nicht raus. Versuche es so lange, bis du genug Punkte hast. Viel Glück. Das heißt, ich muss das Ei eigentlich erstmal liegen lassen, weil hier geht es gar nicht auf. Okay, ich hoffe, es haut nicht ab. Highscore 2000. Was könnte das nur für ein Spiel sein? Wir haben einen Hammer und hier sind ganz viele Löcher im Boden. Doch nicht etwa ein Haut in Lukas mit Amy. Huch. Halt, Roboter. Robotnik sollte man nicht hauen. Nur Sonic und Tails und... Hat er Knuckles auch eingebaut? Ich weiß es gar nicht. Nein, ah! Mann! Damit haben wir schon mehr Punkte. Aber warum sollte man überhaupt... Ich kann mich nicht bewegen. Ach so. Was? Halte die Aktionstaste gedrückt. Ach so. Ja, im Kreis bewegen ist natürlich geil mit Tastatur. Aber okay. Egal. Jetzt ist natürlich das Ei weg. Ach, weißt du. Ach, weißt du. So. Na, nimm's doch mit. Ja, warum sollte man überhaupt ein Spiel hier einbauen, bei dem man... Es ist so dumm. Es ist so dumm und typisch Eggman. Gut, der Schaugarten war da hinten. Müssen wir jetzt wieder Eggman eintippen. Willy. So. Easy. Einmal Teleport bitte. Dann haben wir hier einmal ein Ei. Wo bringen wir es denn hin? Wo stellen wir es denn mal ab? Ich weiß es nicht. Hier. So. Wir werden eh kaum was mit den Schaus machen, von daher ist das eigentlich egal. Aber... So. Jetzt würde mich interessieren... Ja, ganz toll machst du das. Nein, 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 nicht da rein. Ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht. Ich will es aber auch gar nicht wissen. Ich will nämlich nochmal da rein. So. Oh. Ich will nochmal da rein. Ja, habe ich toll gemacht. Können wir hier nochmal raus? Das wollte ich nicht. Wo war das denn? War das hier? Das geht nicht auf. Dann kann das nur hier gewesen sein. Ups. Ich
will gucken, ob man hier noch mehr Punkte zusammenbekommen kann. Aber das fängt auch gar nicht an, das Spiel. Ah, jetzt fängt's an. Okay, irgendwie nicht. Egal. Gehen wir raus. Gehen wir in den Hotshelter, wir haben ja schon gesehen, wo das Level ist. Da geht's also weiter. Go! Evade Zero and grab the balloon. Ja Mensch. Machen wir ganz was Neues bei Amy. Halte den Türgriff fest, drehe den linken Stick nach links und den rechten. Auch das ist mit Tastatur richtig cool. Schön die Tasten hämmern. So. Hopp. Ja, bisher ist er noch nicht da. Der große, böse Roboter. Das war nicht so smart. Bewahre das Gleichgewicht, oder du fällst herunter. Und da ist er auch schon. Böser Roboter. Naja, das war jetzt nicht so cool. Aber Amy kann ja zum Glück schwimmen. Also, unter Wasser laufen. Eher. Aber hey. Ach hier. Drehen, bevor der Roboter kommt. Ich weiß gar nicht, ob er hinterher kommt. Ich glaube aber ja. Dies muss der Notschalter für die Kanalisation sein. Indeed. Dies war er. Na dann, können wir jetzt hier darüber oder auch nicht. Wir können natürlich auch failen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir können unter Wasser atmen, alles kein Thema. Alles easy. So, vielleicht kriegen wir den Sprung jetzt mal hin zur Abwechslung. Dankeschön. Dreh. Oh, das ist eine absolute... Was? Aha. Ach so! Hätte ich das mal lesen sollen. Ja gut. Was ist das da eigentlich für komisches grünes Zeug? Man weiß es nicht so genau. Und ab durch den Lüftungsschacht. Das war kurz. Und da ist er wieder. Du böser du. Wie er einfach die komplette Wand zerstört hat. Ist schon ganz schön kräftig, das muss man ihm lassen. Guck mal da ran. So. Oh oh. Zieh dich. Was steht hier? Eine Leiter, die sich bewegt. Stell sie an den alten Platz zurück, nachdem du es benutzt. Ja, danke! Wie nett. Schieb, Amy, los, go. Und er ist zum Glück abgehauen. Tolles Geräusch. Nein, wir sind in den Toiletten. Ja, Mensch. Das ist ja... toll. Wofür? Mag mir das kurz jemand erklären? Wofür braucht man als Eggman? Ne? Wofür braucht man... Also der Roboter hat, hauptsächlich. Hier sind keine anderen Menschen. Hier ist nur Eggman. Er ist der einzige Mensch hier. Warum? Wofür braucht man Sex? Ich verstehe es nicht. Ich glaube nicht, dass Roboter aufs Klo gehen. Also, tatsächlich glaube ich das nicht. Geh weg! Okay, ist
auch nicht offen. Da kommen wir durch. Warum? Und offensichtlich waren das da gerade die Damen-Toiletten. Das ist jetzt, oder ich... Noch mehr. Wofür? Für was sind die da? Wer geht da aufs Klo? Wer tut das? Gäste? Gut. Wann hat Eggman Gäste? Wo sollen die sein? Kriege ich das jetzt aufgedreht, bitte? Ach so rum. Bin ja auch blöd. Pumps. So, ein bisschen vorsichtig. Ach nee, ich kann da drauf. Da unten gehen wir gar nicht erst hin. Gehen gleich weiter. Ups. Ich hoffe, dass da kein Schalter war. Ich glaube aber nicht. Der ist nämlich nur wieder für hier noch zu drehen. Ui! Und hops. Und hops. Da runter. Ui. Und da hoch. Und check. Sehr schön. So. Man hört die Musik kaum vor lauter Geräuschen. Der Hebel ist hier irgendwo. Ach, na dann. Er wird doch nicht etwa da sein, wo man hochfahren kann. Aha. Und da dreht es sich herum. Also ich meine, die Stages von Amy sind ja ganz cool gemacht, aber... Ach, keine Ahnung. Öffne dich. Nicht herunterfallen. Das ist natürlich ein sehr guter Tipp. Den man immer befolgen sollte. Können wir die Kamera mal ein bisschen drehen, dass das ein bisschen safer für mich aussieht. Dankeschön. So. Da ist er schon wieder. Lass mich in Ruhe. Ich bin dabei. Ah, das ist mit Tastatur halt echt nicht so schön. Nicht so nön. Das passt. Tock. Einfach weiter. Was habt ihr zu sagen? Die werden mich treffen. Monitorraum. Kenne ich gar nicht, dass das hier ein Monitorraum ist. Mensch. Na, dann werden wir doch mal die richtigen Farben in die richtigen Blöcke packen. Oh, das passt ja. Ich bin also noch nicht farbenblind. Wird das etwa auch passen? Oh mein Gott. Und das passt etwa auch? Unfassbar. Und dann muss ja jetzt das hier da sein. Toll. Bäm, na dann halt nicht. Lass mich los, du Schrotthaufen. Nein! Jetzt war doch nicht... Oh, um Gottes Willen. Jetzt macht sie den Sprung, weißt du? Jetzt, wo er am nutzlosesten gewesen wäre. Ei. Und mehr lustige Farben. Rätsel! Wo hab ich's hingeworfen? Wo ist es hin? Aha. Jetzt verzieh dich halt. Lass mich hier in Ruhe das Rätsel machen, bitte. Ja, toll. Nummer 1.
Geh weg! Nummer 2. Okay, wo sind die roten und die blauen? Da ist das rote. Oder orange eher. Geh weg jetzt da! Nimm's halt! Hoch! Amy! Das wollte ich nicht. Wo komme ich jetzt hin? Ach, da ist das Blaue drauf. Ja, sag das doch. Wohin kommt man, wenn man da weiterläuft? Alter Kamera. Bleib doch so, wie ich dich drehe. Bleib jetzt so, okay? Bleibst du so? Nein. Du bleibst natürlich so, dass ich es am schwierigsten habe, mich zu bewegen. Das ist kein Problem. Ich bekomme das Leben trotzdem. Mensch. Kamera. So. Jetzt ist es wieder oben, natürlich. Klar. Warum auch nicht? So, dafür ist er jetzt weg anscheinend. Ach, da ist er wieder. Aber wir fehlen, uns fehlt nur noch das eine hier und dann ist auch dieser Weg offen. Sehr, sehr schön. Lauf! Go, Amy! Ja, tschüss. Und da ist auch schon in der Luft die Ballon. Wie schön. Damit sind wir entkommen. So muss das. Und ich darf mich wahrscheinlich muten, weil wahrscheinlich eine Cutscene kommt. Und auch Amy landet natürlich in diesem merkwürdigen Land. Und da gucken wir uns dann beim nächsten Mal um. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.